die Ringe, die sind jetzt kein Diebeskunst 15 ja sogar, genau. Also das ist schon der Beste. So, genau, hier bei dem Wasserfall. Ich gehe mal gerne ins Wasserfeld. Weil ich mal mit Wasserfeld zersticken würde, so Höhlen. Seitdem ich, den Dragonheart, da war ja der Drache hinter einem Wasserfall. Das fand ich immer sehr faszinierend. Bin ja ein riesen Drachen-Fan. Und ich habe immer gedacht, das ist ein gutes Versteck hinter dem Wasserfall und der Höhle. Hier gucke ich immer hinter Wasserfall. Cool. Kurzfristig hat mich doch. Dir entgeht bestimmt nichts hier draußen, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Derjenige, der an mir unbemerkt vorbeikommt, muss erst noch geboren werden. Na dann. Zack. 200 Gold. Ja, 50 Tiefes Gold. Hat mich auch richtig gelohnt, ja. Bei dem. Okay. 960. Dann brauche ich halt auch verdammt viel Ruhe, um Sachen zu steigern, ne? Ich bin blöd. Ja, jetzt haben wir Pulverfass, wir haben Wasser, Steuermann für den Slay. Findest du noch? Kanonen. Wir brauchen ja selber ein und das wird ja auch ein. So, hier sind ein paar Affen. Gibt ein bisschen Kohle und Ruhepunkte. Noch viele Affen. Immer noch. Bereit mal die Pistole, oh ja. Ich bin noch da. Gut auch. Mann, wieder ist wieder typisch, ne? Raus zwei Affen fast tot. Statt erstmal einzukühlen. Aber haben wir ja gut hingekriegt. Mistviecher. Eben immer drum gemacht. Zack. Und halt ein bisschen Kohle. Karte gucken. In dem Schatz kann ja eigentlich auch mal Kalkenstrukturnadel. Die Uhr da. Wir müssen da hoch. Und so ein bisschen in die Richtung des Schatzes uns bewegen. Also nach Norden. Mal den ja schon mal heben. Halt nur 50 Gruben, aber zumindest bringen sie dieselbe Kohle ein. Truhe. Kann man öffnen. Da wird noch ein paar Gold drin sein. Vielleicht noch ein Rum oder sowas.
Oder Fackel. Schön wäre irgendwann hier pro Kiste, die man öffnet, irgendwie plus 1 Diebeskunst oder so. Der Schlösser knacken. Bekommen würde. Dass man das dadurch skillen kann. Bloody Mary, rot und ein bisschen Gold. Bloody Mary. Warum? Zack. Gleich sind wir oben. Da ist eine Kiste, die nicht abgeschlossen ist. Krabbenstecher. Okay. Aber das ist keine besonders tolle Waffe. Ich frage, warum man an so einer Stelle so eine Waffe kriegt. Egal, nehmen wir natürlich mit. Klein Vieh macht auch mit. Das ist das Kreuz. Das ist die Frage, wenn wir den. Das X nicht sehen, aber wissen, dass es da ist. Und wir dann im Buddeln drücken, ob er dann auch wirklich buddelt. Weil ich hatte bei dem Grab, habe ich ja an den Grabstein gedrückt, X. Hat er nicht. An den Gipsen. Ganz schön schwer. Gebuddelt. Dann schauen wir mal. Was kriegen wir hier Feines? Eine schwarze Perle, Rubin, Gold und ein goldener Teller. Also jede Menge Gold. Wertvolles. Hier habe ich ja noch gar nichts verkauft. Ne? Was ich jetzt eingesammelt habe, habe ich noch in der Tasche. Ist auch schon eigentlich selten. Die Frage, ob wir dann mal doch mal damit skillen, dann mit dem Gold. Aber ich bin halt immer sehr sparsam. So, ich wollte ja nicht mal hier. Müssen ja auch irgendwo die Fischer sein. Von denen die Rede war. Muss ich eigentlich nochmal aufsuchen. Ich bin auch noch fest. Oder eine zumindest. Sie haben Trophäen. Hochseefischer. So viele von den Viechern schon gekillt. Gut gemacht. Da ist noch ein Pilz. Hier ist irgendwas. Oder nur eine Kiste. Ja. Und offen. Trank der Klingen und Grob. Oh, mal wieder eine Muschel. Das auch schon übrig. Hier nicht mal was Interessantes drin ist. Ich will die Krabbe. Na gut, ey. So, jetzt den Sandteufel kaputt machen. Bitte da oben. Geht doch. Das ist nicht wieder Petty. Da ist sie. Hier kommt wieder, wenn es zu spät ist. Ja, ist ja klar. Immer zu spät kommen.
kann er doch eigentlich schon fast speichern, oder automatisch speichern. Oh, was ist denn das? Das kommt schon an, dass die. Klabautermann. Was zum Klabautermann? Wo schießt das hier eigentlich? Also, er hat nur 50 Erfahrungspunkte gegeben. Meine ich. Aber. Nee. 100. Oder 200. Ihre Quest haben wir gerade gemacht. Oh, witzig, hier einfach. Oh. Der hat ja richtig was dabei. Der hat richtig was dabei gehabt. Tut mir ja leid, Ratte, aber 20 Ruhm sind 20 Ruhm. Oh, da hat er mal hier ein paar Leute gefuttert, der Klabautermann, war. So. Was finden wir denn hier noch so Schönes? Ein Langmesser. Ansonsten erstmal nix. Sind aber drei Wege, ne? Wo wir hergekommen sind, hier rauf und da unten lang. So kann man es auch machen. Ja, falscher Knopf mal wieder. Jetzt lerne ich auch echt die, ne? Welchen Knopf ich hier richtig wann, wie, wo drücken muss. Na, wollte nicht mit dir reden. Mal gucken, ob hier ein Schatz vergraben liegt. Also wenn, dann kann ich halt nicht. Wie mache ich mich? Naja, zu einem richtigen Ich sag. Ja. Wenn da nicht mal ein Schatz ist. In der Höhle des Klabautermanns. Oh, wen haben wir denn hier? Ich warne, steck die Waffe an. Ich will nur die Ratte wegmachen. Wo kommst du denn her? Von draußen. Sehr lustig. Du bist ganz schön mutig, hierher zu kommen. Da hinten läuft irgendwo ein riesiges Monster herum. Ich konnte mich gerade eben noch hier verkriechen. Ja, das sehe ich. Schlechter Plan. Du musst ja auch irgendwann mal wieder raus. Wie auch immer. Ich bin froh, nicht mehr alleine zu sein. Wie bist du überhaupt in diesen Schlamassel geraten? Ich war mit meinem Kumpel Eddie vor der Grotte fischen. Auf einmal kam dieses Riesenvieh. Und Eddie ist abgehauen. Toller Freund. Das Monster hat ihm hinterhergesehen. Da bin ich tief in die Grotte rein und hab mich versteckt. Normalerweise habe ich nichts gegen Meerestiere, aber das Ding... Ihr seid hier draußen ziemlich auf euch allein gestellt, was? Weißt du, früher war es gar kein Problem, auf Antigua herumzulaufen. Das Schlimmste, was dir begegnen konnte, war ein betrunkener Seeräuber, nachts vor der Taverne. Aber in letzter Zeit kommen immer öfter seltsame Viecher aus dem Meer. Weiß der Seeteufel, was das zu bedeuten hat? Du kannst wieder nach Hause gehen. Das Vieh ist Geschichte. Dem Gürger sei Dank. Ich hoffe, sowas passiert mir nicht nochmal. Hier, nimm das als Dank. Mir ist gerade mehr nach Angeln als nach Schatzsuche. Ah, eine Schatzkarte tatsächlich. Bist du sauer auf Eddie, weil er dich bei dem Monster zurückgelassen hat? Ich habe mich retten können, weil Eddie das Vieh abgelenkt hat. Es ist mir lieber so, als wenn einer von uns gefressen worden wäre. Vielleicht können wir später mal drüber lachen.
Ja, das kann aber gut sein, ne? So, das ist jetzt die Schatzkarte für hier. Kotze, ja, das wird ganz sicher sein. Also, ich habe extra versucht, weil es irgendwie das naheliegend, dass da der Schatz, also ein Schatz ist. Es war echt naheliegend. Kleinkram. Das Bett des Klabautermanns. Komm, Petty, komm ins Bett. Oh, er ist halt da stehen geblieben und gewartet. Ja, dann heben wir doch mal den Schatz. Ja, ich an mehreren Stellen extra X gedrückt. Es war so klar, dass das hier ist. Ich hab's ausprobiert. Es war einfach klar. Naheliegend. So ein Weg da hoch. Sonst war da nichts. Und in so einer Grotte macht schon Sinn. Dann wollen wir doch mal sehen. Und was haben wir Schönes bekommen? Goldbrocken, 500 Gold, ein Idol und noch ein Idol. Boah, 500 ist das wert, 250. Das haben wir auch schon richtig fette Asche, würde ich sagen. Da kommen 1754 Gold und Ruhm habe ich 850. Da kann man schon wieder was machen. Schauen wir mal. Können ja auch wahrscheinlich auch hier Gerissenheit, indem wir ja sowas wie hier mit können doch auch irgendwie was lernen, ne? Oder nicht hier bei Klingen? Ah ne, das war hier. Das war dann bei Diebeskunst. Müssten wir dann ein besserer Dieb sein oder so. Ja, genau, Diebeskunst habe ich auch. 1 plus 5. So, und müsste ich dann nochmal Diebeskunst 2 lernen. Dann habe ich wieder plus 5. Dafür brauche ich aber wahrscheinlich dann auch hier irgendwie Gerissenheit. Ach, jetzt nur eine Erzalle. So kriegt man so ein bisschen hoch mit Ruhm und mit Gold. Also bis 90 muss es ja auf jeden Fall gehen. Weil wir Truhen gefunden haben, die bis 90, also 90 brauchen. Hier haben wir zumindest schon mal einen Fischer gefunden tatsächlich, ne? Ich bin ja hier hingelaufen, weil ich die Fischer suchen wollte und einen haben wir gefunden. Und gerettet. Wenn ich mal notiert habe, ne? Gerettet haben wir ihn auch. Ja, da hinten ist er noch. Festigen wir aus. Los, Petty. Hau drauf. Schieß nicht drauf. Ich kann mich das Mistvieh nicht. Komm mal so weg. Ah, da ist noch ein Pilz da hinten. Ja, das ist nur mich. Hätte auch so eine kleine Nische sein können, wo man nur so von der Seite reinkommt. Noch irgendwie was versteckt ist. Der super mega Schatz. Die Insel darüber?